Ein verschmitztes Grinsen im Gesicht, eine Stimme zum Dahinschmelzen und strahlend blaue Augen. Samu Haber erfüllt wirklich alle Kriterien zum absoluten Herzensmann. Dass er noch dazu äußerst charmant, charismatisch und humorvoll ist, macht ihn nicht nur in seiner Heimat Finnland zu einem der beliebtesten Künstler. Der ehemalige Frontsänger der Band Sunrise Avenue ist spätestens seit seiner Coaching-Karriere bei The Voice ein echter Star in Deutschland. Eins seiner markanten Markenzeichen, seine blonde Wuschelmähne. Doch die ist wohl aktuell passé. Als Co-Produzent eines neuen Filmprojekts hat sich der 1,93 große Eishockey-Fan scheinbar für einen neuen Look entschieden. Oder ist die Frisur doch dem Lockdown geschuldet? Im lässigen Jeanshemd und mit brunettem Haar posiert der Strahlemann fürs Foto. Ob wir uns an den neuen Samu jetzt wohl gewöhnen müssen? Eher unwahrscheinlich, denn auf seiner neuesten Aufnahme ist der 44-Jährige bereits wieder erblondet. Ob die andere Aufnahme also ein Throwback-Foto ist oder die neue Frisur nur temporär angedacht war, ob blond oder braun, mit seinem charismatischen Auftreten sind ihm die schwärmenden Blicke gewiss.